So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Qualifikationstraining. Den großen Preis von Australien steht an diesem Wochenende an und gemischtes Training. Platz 8 im zweiten waren wir dann Dritter und dann den Sieg im dritten freien Training auf den Roten. Also die Hard sind 0,0 Optionen fürs Rennen. Entweder Medium oder dann auch entweder Medium oder halt. So, ich kann natürlich jetzt zählen zu Ressourcenpunkte. Ach, ich muss ja jetzt, muss ich das erste Ding immer einsetzen, oder was? Ah, hier. Da machen wir mal Standard raus. Dann nehmen wir das mal so mit rein. Das Chassis mal ein bisschen was entwickeln noch. Naja, gucken wir mal, wie es läuft. Rein, gehen wir rein ins Qualifying hier in Australien. Ja, ich fahre auch nur einen kurzen Rennkalender mit insgesamt 10 Rennen, also wundert euch nicht. Deswegen, wie gesagt, das Rennkalender habe ich euch in der letzten Folge ja gezeigt, wie es da Ausgang aussah. Und das ist Melbourne. So. Ah, das ist mir zu heiß. Das ist mir alles zu heiß gerade. Wenn ich jetzt auf Medium fahre und die Track Limits nicht packe. When you're ready, let's go. So, wie es im dritten freien Training dreimal hintereinander passiert ist mit den Reds. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich fahre ja zum ersten Mal mit Strenger. Diesem strengen Corner-Cutting, das klar. So, wir beide raus, du bist vor uns, dann kommen wir. Und hinter uns natürlich ein Ferrari. Klar, die wollen jetzt alle raus. Aber wir haben es wohl in den richtigen Moment gepasst. Ja, gucken wir mal, wie es heute wird, aber heute ein gutes Qualifying haben. Schaffen wir unsere erste Pole direkt im ersten Rennen oder zumindest ein bisschen vorne mit dabei. Das ist das, wie wäre das Wichtigste, damit wir im Rennen eine gute Ausgangsposition morgen haben. Die Zeiten bleiben immer mit gleich, also wie gesagt, morgen geht es dann auch endlich wieder los. Livestream, wenn wir zur Ferre Saison Nummer 7 startet. Mittlerweile dürfte die Teams auch raus sein, zumindest bei euch, bei uns noch nicht. Ich hoffe, dass ich dann zeitnah erfahren kann. Es soll wohl heute ist Donnerstag und es soll wohl heute Abend noch kommen. So heiß wie Friedrich. Ich würde gerne einfach wissen, wo ich fahren muss, wie es aussieht, mit wem und alles. Naja, schauen wir mal. So, fahren wir mal, gehen wir rein. Also Louis vorne weg. Wird er wahrscheinlich dann auch die erste schnelle Runde setzen. Ich hoffe, dass ich seine gepackt bekomme. Oder wir relativ weit vorne sind. Und das ist halt genau das, was ich vorhabe. Jetzt ein bisschen aufpassen, jetzt gerade was die Track Limits betrifft. Dass wir da nicht irgendwo zu weit rauskommen und die uns einen kleinen den Vorteil schon mal kaputt fahren. Wir haben jetzt beide Autos hintereinander, das ist das Wichtigste. Louis ist schon mal vorne ein bisschen weg. Wir müssen gerade jetzt konzentrieren, das ist halt Pass. Viertelstunde haben wir noch. Bis zur Sektor 2, aber das ist, bringt halt jetzt, wenn wir keine Referenz sein haben. Ja, so hat's gepasst.
So, erste Bestzeit von Sergio Perez. Der muss sich also vorher schon rausgemuckelt haben. Aber mal gucken, ob wir beide unser Team in Black heute nachschlagen. Zurückschlagen können. So rum ist es richtig. Los, erstmal den. Wenn der Zeit kommt, nicht an die. Doch, kommen dann die Perez rein. 22:09. Kriegen wir sie auch nicht gepackt. Nein, wir kommen nicht ran an die Zeit. Zwar zweiter, aber nicht vorher. Lewis. Also, uns fehlen noch 0,4 Sekunden. Also, uns ein bisschen weggezogen. Hamilton schlägt deutlich zurück. There's only one lap of fuel remaining. Der wird wahrscheinlich seine Runde abbrechen. Ich werde natürlich jetzt nochmal nachlegen. Ich will mit dem ersten Schuss zumindest die Lewis-Zeit knacken. Ja. Besser als der Sektor. Ja, wir müssen nochmal nachliefern. Es wird nicht reichen, um vorne ranzukommen, wenn ich jetzt die 400 zu Vorsprung habe. Es wird neu besser werden, oder? Da muss ich mich aber ausstrecken auf einmal, dass ich den Lewis seine Zeit knacken. Jetzt haben wir einen Haas hinter uns, der jetzt natürlich was versuchen will. Magnussen. Ja, gib mir nicht alle auf. Das wird knapp mit dem McLaren, der da aber mal mit reingeflogen kam. Also, erstmal die Aussage. Wir haben Lewis erstmal im ersten. Wir haben Lewis geschlagen im ersten Versuch, also im zweiten Versuch war es mit einer 22,8. Davor war es mit einer 23,1 und die hatte nicht ganz gereicht. Weil Lewis hat 22,9 gefahren. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir es im ersten Sekt im zweiten Versuch nochmal durchgehauen bekommen. Also, jetzt ab in die Box zurück. Gucken wir mal, was da drin ist. Ach, geringer Treibstoff. Also. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, und gut, die Rundzeit ist mir gerade in dem Moment noch jetzt egal. Die Runde ist eh durch. Also, führender momentan Verlust mit dem Charles Leclerc, Alexander Albon und Sebastian Vettel. Das sind die ersten fünf, die wir auch um links sehen. Die Frage ist, wie viele Fehler macht die KI? Ob die da irgendwie aus sich rausdrücken und da ein bisschen die Kurve abkürzen oder sich eine Zeit schrauben oder. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen beobachten, dass hier nicht irgendwie mir was im Rückspiegel auftaucht, was mich überraschen könnte, wieder mit Leclerc nehmen. Oh, Ricciardo schiebt sich jetzt volle Leclerc auf 3 im Renault. Klar, der möchte natürlich zu Hause zeigen. Leute, ich möchte gerne mein Publikum heute irgendwas präsentieren. Letztes Mal hinter uns, man sieht es an der Startnummer, es ist die 18. Okay, ich habe eigentlich relativ früh den Boxen mit da reingehauen. So. So. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button.
Our best lap so far is a 1:22.8. Also, zweiter momentan nur, weil Max Verstappen, also das ist durchaus knapp da vorne, also Max Verstappen vorne vor uns und dann Lewis Hamilton, also unser Teamkollege, dann innerhalb von nur 0, etwas über 0,2 Sekunden, dann ist schon ein kleiner Abstand da, also müssen wir nochmal rein. Ich muss nochmal ganz kurz vorhin, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder, ich zum zweiten Abschnitt, bis gleich. It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there. We're 20th in the speed trap, 327.0 kilometers per hour. Okay, remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. So Leute, 600 Minuten haben wir noch und damit herzlich willkommen erstmal bei mir zurück und ja, gut, gehen wir rein in den nächsten Abschnitt. Ich muss noch mal was versuchen. Der erste Schuss halte ich mir mal so ein bisschen offen bezüglich der Track Limits, weil ich versuche nochmal mit dem neuen Satz Soft und mit dem neuen Satz Rot und vielleicht mit neuem, um die Pole zu holen. Mein Ziel ist es ja, Verstappen zu knacken, der mit der 22.7 gut dabei ist. Also da müssen wir mal ran. Fahrer vor mir. Verstappen is ahead of you. Their best lap time is 1:22.7. Hat er gefahren. Mal gucken, ob wir nochmal einen Schuss hinbekommen mit gegen ihn. Die Frage, Red Bull oder Mercedes? Ich denke, Ricciardo dürfte raus sein, was die Pole betrifft. Der ist mit über einer halben Sekunde schon mal hinter uns. Oder kann der Renault nochmal so nachlegen? Ja, ich vermute, das ist ein Dreikampf. Und so, das mag ich doch einfach. So was Spannendes. Das ist wie richtige Formel, wie die rechte Formel 1. Da weiß man auch nicht. Schafft es Mercedes, schafft es der Verstappen oder. Naja, mal gucken. Wir haben noch ein bisschen. Nur 5 Minuten haben wir noch. Und ja, mein Ziel ist es ja, wie gesagt, den da vorne zu packen. Weil der zweite Schuss gefühlt schon eigentlich der schnellste war. Aber wie gesagt, frisches Zoff, vielleicht geht da noch mal was. Der muss eigentlich fast im ersten Versuch packen, was sieht weg. Ja, Track Limits ist halt genau das Problem. Wir müssen gucken, dass wir da reinkommen. Ich hau jetzt mal schon mal die.
Let's go. So, jetzt holen wir uns nochmal. Jetzt ist die große Frage. 4 Minuten 20 noch. Schaffen wir die Pole oder schaffen wir sie nicht? Der Anfang ist schon mal gemacht, aber... Naja, mal gucken. Wir konzentrieren gerade. We have 2 laps of fuel remaining. Rückstand Sektor 1 schon mal. Verloren. In der letzten Kurve lasse ich es liegen. Das war's. Die Pole ist futsch im ersten Rennen. Es war die letzte Kurve in der ersten Runde, die es mehr gekostet hat. Der Schuss ist weg. 2 Minuten 30, das schaffe ich nie mehr in die Box rechtzeitig, um neu rauszukommen. Fakt ist, entweder Verstappen oder Hamilton. Schade, schade, schade. Ärgert mich gerade. Ja, das war die dicke, dicke Chance war da, die Position war da und dann kam diese blöde letzte Kurve, wo ich ein bisschen falsch angefahren bin, ein bisschen falsch rausgekommen bin. Ich musste das Gas wegnehmen und damit hat sich die Sache schon eigentlich erledigt gehabt. Und dann kam hier im zweiten Sektor oder kam hier im zweiten Versuch nochmal die Track Limits erwähnen. Dann bin ich irgendwann rausgekommen und damit war das gegessen. Wir können in die Box. Die Qualifikation ist für uns quasi, oder für mich jetzt sagen wir mal, beendet. Ich hoffe, dass es Lewis vielleicht sogar noch schaffen kann, sich den Verstappen zu krallen. Dann wären wir zwar Dritter, aber wichtig ist, dass Mercedes wäre vorne. So, da ist Latifi, der versucht jetzt gerade ein bisschen mit uns zu betteln. Ach Mann, ist das ärgerlich. Das kotzt mich gerade. Das ärgert mich gerade. Ja, ich kann keine neue Runde mehr setzen. Shit, ey. Naja. Settings screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. So, damit ist Qualifying zu Ende. Ich hätte gerne die Runde von Max noch gesehen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Verstappen und Richards. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also
auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Gut, jetzt brauche ich weniger ärgern, weil das hätte sowieso nichts gebracht, die Runde. Selbst wenn ich jetzt nach Hause gefahren hätte, dann hätten wir uns ein bisschen was weggearbeitet von Charles Leclerc. Also da ganz vorne war tatsächlich gar keine Chance, weil die beide zurückgeschlagen haben. Ja, schade. Ja, gefühlt ein bisschen weggeworfen, aber naja, ist dann halt einmal so. Dritter. Also vorne, vielleicht kann es der gute Lewis mit ein bisschen Glück richten. Wichtig ist, dass wir einen Verstappen kassieren könnten beim Start. Na, gucken wir einfach mal. Naja. Wichtig sind viele Punkte. Aber das schaffen. Sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2020.